muss da unten sein. Beeilung, Anna wartet. Haben Sie ihn? Ich bin unbewaffnet. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Er schießt mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Oh, shit. Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Na, haben wir hier noch was? Ja, guck mal. Croft macht uns weiter Schwierigkeiten. Sie hat die Talbevölkerung aus ihren armseligen Hütten geholt und zu mehreren Siegen geführt. Ich wünschte, ich könnte ihr klarmachen, wie falsch sie liegt. Wie fehlgeleitet ihre Moralvorstellungen sind. Notlösungen helfen der Welt nicht mehr. Ein einzelner Held rettet sie nicht. Die Idee, die göttliche Quelle der Welt zu zeigen, wäre lächerlich, wenn sie nicht so gefährlich wäre. Hab ich geglaubt, man könnte sie auf Trinitys Seite ziehen? Ja. Aber jetzt nicht mehr. Wir waren uns nah, sie und ich. Es gibt eine Bindung. Aber ich fürchte, es gibt keine andere Wahl. Sie muss gebrochen werden. Und es ist möglich. Ich habe schon stärkere gebrochen. Hoho. Will die damit auf den Vater anspielen, den sie umgebracht hat? Hey, wieso kann ich dich nicht ausnehmen? Bist du etwa wieder einer von den Guten? Pistole, nein. Das ist er. Das muss er sein. Pistole. So. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Ha, das griechische Feuer. Eine ölige Flüssigkeit. Aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. So. So, das Einzige, was ich jetzt brauche, ist für Kampf. Und Kampf? Nein. Nein, nein,
Nein. Drachenfeuer. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall, dieses griechische Feuer haben die Griechen damals eingesetzt, um, ja, um die Schiffe zu kentern, indem sie einfach diese Flüssigkeit aufs Wasser gelegt haben und dann schön, ja, das Zeug angezündet haben. Und das Zeug brennt sich halt komplett am Bug entlang und so weiter. Es ist oh, dieser Geruch. Nicht so geil. Lebendig verbrannt. Ich hätte gerne... Oh. Ich wollte mir eigentlich ein paar Pfeile nehmen, aber... Ist hier irgendwo was? Es wäre geil, wenn es hier so eine Aufzeichnung gibt. Pfeile! Da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Natürlich. Oh, guck mal. Habe ich ja wohl kaum erwartet. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch... sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Ha, das erinnert mich an Religionskritik von Feuerbach. Hat mir gerade in Religion. Dass der Gott nicht Gott ist, sondern der Mensch nur Gott projiziert als sein Idealbild. Und sein Idealbild zum Werte, zur idealen Wertevorstellung oder so. Um sein Wertesystem von Moral und so weiter zu vermitteln. Ne? Ich glaube, das geht nicht gut aus. Hey, das ist die gleiche Kuppel wie wir in Syrien. Trinity, sie sind hier.
andere Teams sind in Position. Noch eine Zeit. Wir müssen das Paket sichern, bevor sie entkommen. Termin bereit. Sprengsätze legen. Zünde! Los! Bei mir formieren! Er schießt ihn, aber trefft nicht das Paket! Ja, mein Lieber. Scheiße! Das war dumm von mir. Trinity, sie sind hier. Weg vom Tor, sofort! Bestätigt. Na? Und bei mir formiert. Er schießt ihn, aber trefft nicht das Paket. Unter Beschuss. Komm, lad doch einfach mal nach, ja? Dann gib mir dieses. Und dann... Gut, gut. Ich brauche ein bisschen Munition von euch. Würde ich mal sagen. Hatte der jetzt zwei Sprungfedern dabei? Ah ja. Gibt's da oben? Kann man da oben noch irgendwie hin? Ne. Okay. Oh. Werde beschossen. Gib mir Feuerschuss. Ich gebe dir Deckung. Ich werde beschossen! Rücke vor! Gib mir Deckung! Boah! Was hält dieser Sch... Ja, Pistole.
Oh, da sollte ich vielleicht nicht hin. Du hast mir ein paar Pfeile geraubt. So, eins. Gift. So macht man sowas, ja?